Zum Thema Stoffbinden erreichen mich immer jede Menge Fragen. Und ich dachte mir, ich stelle in diesem Video mal einige eurer Fragen zusammen und beantworte sie. Ganz häufig erreicht mich die Frage, wie viel Stoffbinden brauche ich überhaupt? Nun, das ist total verschieden. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie stark deine Periode ist und wie lange sie auch dauert. Wie viele Binden oder Tampons benutzt du denn bei den Einwegprodukten? Daran kannst du dich ungefähr orientieren. Es kommt auch darauf an, ob du generell schnell wechselst. Viele Frauen finden es ja auch unangenehm, wenn die Binde oder der Tampon einfach zu voll ist. Oder ob du sagst, nein, ich habe damit überhaupt gar kein Problem und das ist bei mir jedes Mal sehr voll, sozusagen. Wie viel Blut wir verlieren, wird oft auch total überschätzt von den meisten Frauen. Deswegen, du orientierst dich so ein bisschen daran, wie oft wechselst du deine Wegwerfbinde und daran kannst du dann auch erkennen, wie viel Binden aus Stoff du über den Zeitpunkt deiner Menstruation benötigst. Das kann so zwischen 8 Stück bis 20 Stück sein. Das ist total unterschiedlich. Und dann schließt sich auch gleich die Frage an, wie groß muss denn wie groß muss meine Stoffbinde sein? Auch da kannst du dich wieder daran orientieren, welche Wegwerfbinden du bisher benutzt hast. Hast du sehr viel Slip-Einlagen benutzt, dann kannst du natürlich auch Stoffbinden nehmen, die ganz klein sind. Die gibt es nämlich auch als Slip-Einlagen, Slip-Einlagen aus Stoff. Und von denen brauchst du wahrscheinlich auch sehr viel mehr als von den ganz großen Binden, wie zum Beispiel solchen hier oder auch solchen. Also schau einfach, welche Größe hast du bisher benutzt, mess die einfach mal ab in der Länge und in der Breite. Und dann haben ja auch die meisten Wegwerfprodukte immer so einen kleinen Tropfen. So kleine Tropfensymbole auf der Verpackung und dann kannst du schauen, wie dick ist denn jetzt auch so eine Stoffbinde. Hat diese Stoffbinde eine Lage Saugstoff innen drin noch vernäht oder hat sie 2 oder 3 und welches Material ist das? Daran kannst du dich dann ungefähr orientieren. Die nächste Frage ist dann, ja, aber das ist ja furchtbar teuer, wenn ich mit Stoffbinden jetzt beginne, wenn ich vorher meine Wegwerfbinden hatte. Du musst doch nicht alles komplett einkaufen. Das ist in den seltensten Fällen der Fall, dass Frauen von heute auf morgen umstellen müssen aus gesundheitlichen Gründen. In den allermeisten Fällen kannst du das ja ganz langsam machen. Dann kannst du immer wieder mal was nachkaufen an Stoffbinden und in der Zeit nimmst du einfach noch deine Wegwerfprodukte. Das ist doch gar kein Problem. Die nächste Frage ist, womit fange ich denn dann an? Vielleicht fällt es dir am leichtesten wirklich, wenn du sagst, am Anfang beginne ich mit Slip-Einlagen aus Stoff. Die sind schön dünn, die sind ja quasi dann eher so im Gefühl, als ob meine Unterwäsche in der Mitte ein bisschen dicker wäre. Das wäre ein ganz guter Einstieg, wenn du wirklich am Anfang mit Slip-Einlagen aus Stoff beginnst. Eine andere Frage ist, kann ich Stoffbinden bei einer Infektion verwenden, wenn es eine Pilzinfektion ist oder eine andere Krankheit? Auf jeden Fall. Und genau das ist nämlich der Punkt, an dem viele Frauen überhaupt von den Wegwerfprodukten zu den Stoffbinden kommen. Eine Stoffbinde oder eine Slip-Einlage, die aus einer kompletten Naturfaser gefertigt ist, wie zum Beispiel unsere eigenen von 1bis3.de, die sind maximal atmungsaktiv und die sind super, gerade wenn du unter einer Infektion leidest. Du kannst sie dann eben gerade diese Stoffbinden dann auch, die Slip-Einlagen dann eben auch verwenden, wenn du gerade in einer Behandlung bist mit einer Creme oder einer Salbe, dann verschmierst du natürlich auch deine gute Unterwäsche nicht damit. Und die sind eben wirklich total atmungsaktiv. Es kommt wirklich viel Luft an die Haut dran, im Gegensatz zu vielen, vielen Einwegprodukten. Es sind keine chemikalischen Stoffe, Duftstoffe drin oder Superabsorber. Das ist wirklich, einfach nur eine etwas dickere Unterwäsche dann. Und darum, gerade dann, wenn du eine Infektion hast, bieten sich Stoffbinden total an.
Ich würde dann aber an deiner Stelle darauf achten, dass es wirklich ein Produkt ist ohne einen Nässeschutz. Gerade ohne einen Nässeschutz aus Polyester. Denn dann kannst du diese Binde auch bei 60 bis sogar bis 95 Grad waschen und tötest dann alle Bakterien und Pilzsporen ab. Eine andere Frage, die oft kommt, ist: Drückt denn der Druckknopf nicht? Tut der nicht weh beim Sitzen oder beim Fahrradfahren? Da musst du einfach mal gucken, wie fühlt sich das bei dir an. Je nachdem, wie bei dir die Binde sitzt, müsstest du sie einfach mal ein bisschen nach vorne oder nach hinten schieben, sodass sich die Position von dem Druckknopf verändert. Es kann auch wirklich sein, dass das Modell für dich einfach nicht gut geschnitten ist. Du siehst, hier haben wir so Flügelchen und der Verschluss ist etwas mehr über der Hälfte von der Binde. Wir haben hier eine Slip-Einlage, da ist der Verschluss ziemlich in der Hälfte der Länge. Genauso wie bei diesen Stoffbinden hier von Imsewimse. So, und das kann jetzt wirklich sein, dass die eine Form der einen Binde bei dir nicht angenehm ist. Aus diesem Grund würde ich auch eher dazu raten, unterschiedliche Formen auszuprobieren am Anfang und dich nicht gleich mit einem Modell in unterschiedlichen Größen und Dicken komplett auszustatten. Denn es kann ja wirklich sein, dass die Form für dich überhaupt nicht gut ist. Eine andere Alternative ist, für alle, die wirklich Bedenken haben mit den Druckknöpfen, es gibt einige wenige Modelle, die Klettverschlüsse verwenden. Es gibt aber auch Stoffbinden und Slip-Einlagen, die überhaupt gar keinen Verschluss haben. Wie diese hier zum Beispiel. Die werden einfach nur lose in die Unterwäsche eingelegt. Das setzt aber voraus, dass dein Slip wirklich gut sitzt, dass der eng genug anliegt. Und du musst ziemlich aufpassen, wenn du zur Toilette gehst und die Unterwäsche runterziehst. Da kann es schon mal sein, dass schwupps die Binde einen Satz macht und in der Toilette drin liegt. Die nächste Frage schließt sich dann auch oft an diese Form eben drauf an. Was ist, wenn meine Binde verrutscht oder verknubbelt? Auch das kann dann wirklich der Fall sein. Entweder die Unterwäsche sitzt nicht richtig gut. Sie muss also schon in einer gewissen Art und Weise auch fest genug anliegen. Es kann aber auch sein, dass die Form der Binde für dich nicht geeignet ist. Entweder ist diese Binde für dich zu dick in der Dicke oder sie ist zu breit im Steg. Hier kann man das sehen, die ist ziemlich breit. Oder sie ist auch einfach zu lang. Oder sie ist auch zu kurz und hängt sich dann irgendwie fest. Also da hilft es leider auch nur ausprobieren. Aber das hast du bei den Einwegprodukten auch. Viele Frauen haben auch Angst, dass das Blut durchgeht oder eben auch etwas Urin. Also die Frage, sind die Stoffbinden überhaupt dicht, die kommt auch ziemlich oft. Und da kann ich nur sagen, es kommt auf die Verarbeitung drauf an. Natürlich ist eine Binde, die aus einem reinen Naturmaterial wie Baumwolle besteht, weniger dicht als eine Stoffbinde, die zum Beispiel einen Nässeschutz aus Pull hat. Ein Pullstoff besteht aus einem Polyester in den meisten Fällen. Das ist jetzt hier dieser bunte Stoff zum Beispiel. Und auf der anderen Seite gibt es eine hauchdünne Beschichtung, eine Membran aus Polyurethan. Es ist eine atmungsaktive Beschichtung. Das heißt, es verdunstet etwas und es kommt auch Luft durch. Aber die Nässe wird schon abgehalten, nach außen durchzudrängen. So, und das ist das ist für viele Frauen einfach eine Sicherheit, die sie haben möchten. Es ist noch nicht mal so, dass das wirklich passiert, dass es wirklich durchläuft, sondern einfach nur dieses Wissen, ich bin sicher und meine Oberbekleidung bekommt keine Blutflecken ab. Das ist ja dann auch in den meisten Fällen peinlich. Was aber passieren kann, das ist, je nachdem, wie die Binde halt bei dir in der Breite benötigt wird, dass das Blut an der Seite vorbeiläuft. Und dann gibt es eben auch Flecken in der Wäsche. Und da kann ich mich nur wiederholen. Es kommt darauf an, welche Bindenform für dich gut ist und auch welche Wäscheform du sonst trägst. Wenn du jetzt Slips trägst, die einen enorm schmalen Steg haben, dann ist es ungünstig, eine ganz breite Binde zu verwenden, denn dann rutscht das so hin und her.
Es kann auch sein, dass du eine glatte Seidenwäsche trägst und wenn du dann einen Pullstoff hast, dann hast du zwei glatte Stoffe, die miteinander verrutschen. Ja, das ist dann auch nicht gut. Da solltest du überlegen, ob du während der Zeit der Periode dann vielleicht doch lieber Baumwollwäsche verwendest. Die andere Frage, die oft kommt, ist, ja, ist das nicht furchtbar umständlich, wenn ich unterwegs bin und die Binde wechseln muss? Das ist genauso umständlich wie mit einer Einwegbinde. Es gibt kleine sogenannte Nasstaschen in unterschiedlichen Größen. Das hier ist jetzt ein kleiner Beutel. Vielleicht ist der manchen auch noch zu groß. Es gibt aber auch welche, die haben nur so Beutelchen, die sind nur halb so groß. Und da bekommst du dann, je nachdem wie groß die Binde ist, 1 bis 2 Binden untergebracht. In diese Tasche kannst du dann einmal die benutzte Stoffbinde geben und du kannst natürlich deine saubere Stoffbinde rausholen. Und ein kleiner Trick, du hast deine Stoffbinde, wenn sie benutzt ist, du gibst die langen Seiten, klappst du nach innen und dann einfach hier den Knopf schließen und dann hast du ein kleines Päckchen, gibst das in deine Tasche hinein und kannst das Ganze dann gut verstauen. Jetzt hast du die Stoffbinde gut verstaut, kommst nach Hause und kannst die benutzte Stoffbinde erstmal kurz durchwaschen, vom Blut erstmal grob reinigen oder gleich in die Waschmaschine geben. Riecht das nicht mit den benutzten Stoffbinden im Bad? Nein, das tut es nicht. Warum riechen die anderen Binden? Das kennst du wahrscheinlich. Ja, in den Wegwerfbinden sind Superabsorber drin und in vielen Fällen sind da auch noch Duftstoffe drin, um Gerüche zu übertünchen. Ja, und die Kombination dann mit den natürlichen Ausscheidungen, mit Blut, mit Ausfluss, eventuell mit Urin, diese Kombination fängt an zu riechen. Und das verbinden dann die meisten Leute damit mit, aha, Menstruation, das Produkt, das dafür verwendet wird, das riecht, das ist eklig. So, bei den Stoffbinden haben wir das aber nicht. Da ist das nicht der Fall. Ja, es kann schon mal einen Geruch haben nach Eisen. Das ist klar. Aber es kann auch mal einen anderen Geruch haben. Das ist dann, wenn der Ausfluss durch eine Infektion bedingt ist. Aber da sind es dann die Bakterien in dem Ausfluss, die das verursachen. Und es ist nicht die Binde an sich. Also wenn du ansonsten Stoffbinden, also einen gesunden Ausfluss, Menstruation hast, dann hast du die Stoffbinden in dem Wetbag dann vielleicht gelagert in deinem Badezimmer und das riecht nicht. Wie ist das mit Blasenschwäche und Stoffbinden? Ja, je nachdem, wie stark diese Inkontinenz, Blasenschwäche ist, kannst du auch Stoffbinden verwenden. Es kommt halt immer drauf an. Sind es nur so ein paar Tröpfchen, die irgendwie unbewusst abgehen, wenn du hüpfst oder lachst oder niesen musst, dann reichen oft Stoffbinden aus, die ja, für die mittlere Stärke sind oder auch eine etwas dickere Slip-Einlage. Da wäre es aber nicht schlecht, wenn du eine Stoffbinde mit einem Nässeschutz wählst. Denn der Urin ist ja doch oft sehr viel flüssiger und durchgängiger als das Blut. Viele Frauen, die schwanger sind, die würden auch gerne Stoffbinden dann im Wochenbett benutzen. Und das ist eine richtig gute Idee. Denn gerade wenn du große Stoffbinden nimmst, die auch keinen Nässeschutz haben, hast du wirklich eine maximale Atmungsaktivität. Das ist dann alles schön luftig und du kannst dann die Binden, diese großen Stoffbinden dann wunderbar während des Wochenbetts dann benutzen. Viele Frauen denken dann, ja, aber es ist ja blöd, ich habe ja so eine starke Blutung. Aber sie vergessen, dass sie in den allermeisten Fällen sich ja doch überwiegend noch zu Hause aufhalten in den ersten paar Tagen. In den Tagen, wo der Wochenfluss so stark ist, gehen die wenigsten Frauen sehr viel durch die Gegend. Natürlich gibt es die Fälle, gerade wenn das Kind noch krank ist und die Mutter muss die Station wechseln. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es eine normale Geburt ist mit einem schnell nach Hause kommen oder du bist sowieso schon zu Hause. Danach bieten sich Stoffbinden fürs Wochenbett wunderbar an. Und ein kleiner Tipp, du kannst diese Stoffbinden dann auch ins Kühlfach legen und dann hast du auch noch ja, so eine Art Kühlpad, damit die Schwellung gerade nach einem Dammschnitt dann eben auch schneller zurückgeht. Ja, dann kommt die Frage, wie ist das mit den Flecken?
Ja, natürlich, es kommt ja Blut dran, das ist ganz klar. Aber du kannst diese Stoffbinden nach dem Benutzen schon mal kurz auswaschen, aber dann mit kaltem Wasser bitte. Denn Blut enthält Eiweiß und mit warmem Wasser denaturiert es und dann setzen sich die Flecken so richtig in der Faser fest. Und die sind dann fast gar nicht mehr zu entfernen. Also, du hast jetzt eine blutige Binde, spülst die mal kurz mit kaltem Wasser durch, lässt sie dann nochmal eben antrocknen und kannst sie dann ein paar Tage später so bei 40 bis 60 Grad in der Waschmaschine waschen. Wenn du möchtest, kannst du sie auch vorbehandeln, die Stoffbinde. Es gibt unterschiedliche Fleckenmittel, vegane wie Fleckenseife auf Zitronenbasis oder mit Panama-Rindenextrakt. Es gibt aber auch welche mit tierischen Bestandteilen, wie die bekannte Gallseife. Damit wird die Stoffbinde vorbehandelt und danach wird sie dann normal gewaschen. Und was ja auch immer gut hilft bei Flecken, das ist Sonnenlicht. Wenn du die Stoffbinde gewaschen hast, legst du sie am besten noch, wenn sie feucht ist, in die Sonne, dann trocknet sie und die Flecken bleichen nochmal aus. Und dann sind wir gleich beim Thema Trocknen. Ja, viele Stoffbinden könnten auch im Trockner getrocknet werden, aber das ist auf der einen Seite ja weniger ökologisch, auf der anderen Seite verlieren sie dann auch oft die Form. Also guck, wenn du sie im Trockner trocknest, dann guck, dass sie nicht komplett schranktrocken werden, sondern mehr so auf der Schontrocknerstufe sind und danach ziehst du die Stoffbinde noch mal ein bisschen in Form. Ja, und wenn du Stoffbinden mit einer Pullschicht hast, dann bitte auch nur schon trocknen und nicht komplett heiß trocknen, denn der Pull kann in den heißen Trommeln, wenn der sich an diese Metalltrommel legt, da kann die Pullschicht sich beschädigen und dann wiederum wird die Stoffbinde undicht. Und wenn du sie dann zum Beispiel für eine Blasenschwäche benutzt, hast du genau den Effekt, den du nicht haben möchtest. Es kann sein, dass die Binde dann eben, dass es da durchläuft. Ja, waschen ist total einfach, der Stoff mit den Stoffbinden. Du musst sie nicht separat waschen. Gib sie einfach zu deiner Unterwäsche oder eben zu deinen Handtüchern in die 60 bis 90 Grad Wäsche. Dann lässt du sie ganz normal mit einem Vollwaschmittel waschen und trocknen. Und das war's auch schon. Lass die Binden auf jeden Fall gut durchtrocknen, denn gerade bei den dicken Binden ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, dass sie nur gut getrocknet, durchgetrocknet in den Schrank eingelegt werden, damit sich hier im Inneren auch keine Pilzen oder Bakterien dann irgendwie vermehren können. Denn wenn die da drin sind, dann könnte es sein, dass du dann bei deiner nächsten Menstruation ein Problem bekommst. Und zu dem allseits beliebten Thema, ist das nicht furchtbar unhygienisch mit Stoffbinden? Da kann ich nur sagen, dann sind Unterhosen auch total unhygienisch. Denn die werden ja auch immer gewaschen. Wer benutzt denn schon Einwegunterwäsche? Und wenn wir ehrlich sind, in vielen Fällen werden Unterhosen in einem Zeitraum von 12 bis 24 Stunden getragen, aber eine Stoffbinde wird sehr viel öfter gewechselt und selbst die Slip-Einlagen werden in vielen Fällen nach ein paar Stunden ausgewechselt. Also im Grunde genommen sind Stoffbinden und Slip-Einlagen sogar hygienischer als die Unterhosen. So, ich hoffe, das hat jetzt mal eine ganze Reihe von Fragen beantworten können. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, über unterschiedliche Stoffbinden, über Slip-Einlagen, über Stoffbindensysteme, es gibt noch eine Reihe von Videos, die wir auch direkt in unserem Shop verlinkt haben, bei den einzelnen Kategorien. Und dann lies dich durch. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie entweder per E-Mail oder du schreibst sie hier unter die Kommentare und dann werde ich das beantworten. Und wenn sich da noch ganz, ganz viele weitere Fragen ansammeln, drehe ich noch mal ein weiteres Video zu dem Thema. So, ich hoffe, das hat jetzt wieder geholfen und wünsche dir einen schönen Tag oder eine geruhsame Nacht. Mach es gut. Bis bald. Tschüss.